Andere sind stolz auf ihre Identität. Verstehe ich gut? Verstehe ich gut. Ich mag meine Identität. Ich und meine Identität, wir sind total identisch. Fast schon ident. Ja, nur die wollen auch noch die Identität verteidigen. Sag ich, schwierig. Also wenn meine Identität verteidigen will, also puh. Also, wie soll ich sagen, schauen Sie, mein Opa und meine Oma, ja, das waren lupenreine Nazis, ja, also echte Österreicher, sie aus dem Allgäu, eher aus Rumänien. Beide Deutsch als erste Fremdsprache. Und sie hat noch gehabt so einen Urgroßvater, das war französischer Besatzungssoldat unter Napoleon, aus der Bretagne, also eigentlich eine Kelte. Und er hat so einen Urgroßvater, das war ungarischer Ulan aus Schlesien. Ja? Deswegen haben wir diesen polnischen Zweig in der Familie, der ist zuständig für Intoleranz und Trinkfestigkeit. Der Rest teilt sich auf, der Vorfahren teilt sich auf in die Schweden vom 30-jährigen Krieg, deshalb fahre ich auch so gern herum, und die Franken, also jene Franken, die geglaubt haben, sie sind die neuen Römer, nicht? Also die, zum Beispiel meine Urgroßoma, das war von einer sizilianischen Handelsfamilie, die Tochter, die haben sich niedergelassen in Nürnberg, ne? Wegen am Geschäft, ne? Nicht wegen der Küche. Und die hat dort, die haben einen schwarzen Hausdiener gehabt, ne? Und meine Oma und der. Also man sieht es bei mir noch an den Lippen ein bisschen. Ja? Dabei ist die Familie eigentlich, wie gesagt, aus Sizilien gekommen, wurde gegründet seinerzeit das Handelshaus von einem jüdisch-arabischen Gewürzhändler. Also der ist nach Sizilien gekommen, hat sich so eine klassische Sizilianerin geschnappt. Das war meine Uroma. Das war wirklich klassische Sizilianerin, wirklich ganz klassisch, also blond, solche. Ne? Also waren die Normannen damals noch in Sizilien, nicht? Also der Rest von ihrer Familie, der war schon länger da. Der ist schon mit den Ostgoten gekommen. Ja, das waren im Prinzip bulgarische Bergarbeiter. Obwohl es Bulgarien noch gar nicht gegeben hat. Deshalb ist also der Uropa, der ist ja schon aus Mazedonien, mit dem Alexander, nach Persien. Nicht? Also, und Indien, weiter ist klar, weil da ist ja die Familie früher auch herkommen. Und davor waren sie ja im Zweistromland und davor in Ostafrika, weil da haben wir gehen gelernt. Ja, das, Haltung ist uns immer wichtig gewesen. Immer. Wir sind ja auch kurz vorher erst von den Bäumen runter, weil wir noch gewusst haben, unten ist nass und kalt. Ne? Weil wir kurz vorher erst raus aus dem Wasser. Nicht? Also, das war meine Uroma. Das war die Oma Anna war das. Die Oma Anna, die ist raus als erste aus dem Wasser, ne? Weil es immer geheißen hat, unter Wasser, Anna muss man machen. Und sie hat verstanden, Anna muss man, weil unter Wasser hört man schlecht und dann ist sie raus. Ne? Wir sind halt immer fürs Neue in der Familie. Ne? Die ganze Geschichte hat ja damit angefangen, dass eigentlich meine Urhoch 24 Oma sich getrennt hat von ihrem Mann. Die Ehe war zerrüttet. Die haben sich immer weiter auseinandergelebt und plötzlich hat es gemacht und es waren zwei Einzeller. Insofern, wer meine Identität verteidigen will, der hat viel zum Tun. Ich sage immer, meine Nation ist die Kombination. Aber natürlich gibt es Menschen, die wollen einfach einen Staat haben, wo alle gleich aussehen und einer sagt, wo es lang geht. Denen kann man nur raten, werden sie Ameise. Da ist es so. Wirklich. Gut, man muss zwei Dinge bedenken dabei. Erstens muss man dann bereit sein, sich vom Chef in den Mund kacken zu lassen. Ne? Gut, jetzt klingt nach einem normalen Büroalltag, ich weiß, aber in diesem Fall ist das nicht metaphorisch gemeint, sondern die kommunizieren so. Und zweitens, der Chef ist eine Chefin. Mir wäre es wurscht, nur man soll es vorher wissen.